Ich bin ein Ninja Turtle und wir bauen heute einen Ninja Turtle Tycoon, nämlich eine Geheimbase. Mit dabei sind Amir, MBK und iCrimex. Jeder packt 500 Euro in den Pott rein und der Gewinner bekommt einfach 1500 Euro, Freunde. Wer zuerst die Ninja Turtle Base komplett ausgebaut hat, hat gewonnen. Let's go! Wir bauen heute unsere eigene Ninja Turtle Base in Fortnite. Let's go! Let's go. Es geht los! Ey, ich Let's würde go. Sagen. Los oder was? Wollen wir heute schon kaufen? Es geht los. Kauf direkt. Oh, mein Gott. Okay. Oh, Ninja Turtle Base. Alter. Oh, mein Gott. Ninja Turtle Pizza stelle ich gerade her. Pizza? Jungs. Ja. Ich habe eine Frage. Wollen wir heute eine Special-Folge machen? Jeder 500 Euro? 500 wow. Euro? Oha. Egal. 500 okay, Euro. Heute ist ja auch special, weil wir machen einfach zu viert einen Tycoon. Das ist ja voll krass. Das ist ja, übelst. Also allererster Tycoon direkt so viel Geld abholen, mach mit. Hä, Bro, und es könnte sogar sein, dass wir gegen Shredder fighten. Ich hab ihn Handtelefon. Ich auch. Ein Phone. Pizza jede okay. Sekunde. Alter, wie krass ist das denn? Boah, wie viel Geld kriegt man jetzt im zweiten Drop? Boah, ey, man macht hier übelst Geld. Oh mein Gott. Hä, ich wollte gerade sagen, irgendwie. Also wir machen wieder, wer zuerst alles gekauft hat hier im Tycoon. Wer seine Ninja Turtle Base ausgebaut hat, hat gewonnen. Aber okay. Jungs. Das letzte Mal hatte ich auch Chance gelassen. Ne? Also damit ihr Bescheid wisst. Also ich will nichts sagen, aber ich habe richtig viel Pizza schon. Ich hab richtig viel Pizza. So. Ja, das ist jetzt sehr hol ich, cool. Also ich hole jetzt meinen ersten Mitarbeiter auch. Ach was. Ey, wer schießt da auf mich? Ami, du ekliger Esel. Das war nur einmal so, hat hallo. Hat da jemand richtig doof eingehauen? Okay. Ah, nee, man hat immer von Anfang an. Jungs, ich hab den ersten Mitarbeiter. Das ist sehr, sehr just gut. Just saying. Leute, wir müssen jetzt erstmal hier die komplette Base aufbauen, weil wir wollen natürlich der beste Ninja Turtle überhaupt sein. Und ich glaube, ich mache jetzt die ganze Zeit passiv Pizza, weil ich glaube, Leute, diese Pizza bringt am meisten. Ich werde gleich den nächsten Dropper ausbauen. Also wir müssen auf Dropper gehen und auf Pizza, weil ich denke mal, diese Pizza-Freunde, die wird am Ende, wird die uns irgendwas richtig krass OPs geben. Und deswegen werden wir erstmal hier raufgehen. Ich könnte jetzt natürlich auch die ganze Zeit Geld farmen, aber meiner Meinung nach macht das mit dem Geld nicht so viel Sinn. Warte mal, sollte ich vielleicht doch das Phone upgraden? Oh, warte mal, Earn Bricks? Was ist das, Leute? Bricks? Hä? Junge, wie viele Sachen gibt's denn hier? Was soll ich denn mit diesen Bricks machen, Leute? Der muss sich aufladen. Okay, das ist heftig. Leute, wir müssen Bricks sammeln. Weil ich glaube, damit kann man später auch... Pizza! Graffiti hier. Oh, das Graffiti gibt uns nochmal 5 Pizza extra. Wie geil ist das denn? Weapon Room. Okay, Weapon Room brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht. Würde ich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt holen. Soft Corner. Wir müssen auf jeden Fall hier die Dummies immer downhauen. Die geben uns nämlich Stein. Und ich glaube, das Stein benötigen wir auch später, um uns irgendwelche krassen Sachen zu holen. Ich werde noch mal kurz hier ein bisschen die Pizza einmal hochleveln. Und so. Ey, Jungs. Hat man. Also hier kann man echt so viel machen. Das ist crazy. Das ist wirklich krass. Aber das Ding ist, also, aber man hat gar keine Anzeige für diese Bricks. Doch, rechts unten. Oh mein Gott. Rechts unten. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr überhaupt checkt. Also ich habe sogar hier schon einen Ninja Turtle Trainer bei mir. Cool. Ja. Ja, ich auch. Also Amir checkt auf jeden Fall, wie es nicht geht. Er schießt mal Leute an und verschwendet Zeit. Hey, was macht Amir denn da? Bro, ich muss zack. Junge, Amir checkt den Tycoon ja gar nicht. Amir ist leider ganz verloren. Ja. Also Amir ist wirklich Dummschüler, würde ich sogar fast sagen. Aber kann man nicht verübeln, das erste Mal, ne? Also Jungs, wie viel Pizza habt ihr? Nur eine kurze Frage. Wie viel Pizza habt ihr? Kann ich nicht drüber reden. Können wir leider geheime Infos... Jungs, sag immer so. Ey, ihr seid so peinlich. Den kann man auch sagen. Warum also ich hab, Bro, 20.000 Pizzastücke. Was? Cool. Ja, okay. 20.000 Pizzastücke. Bro, das ist sehr, sehr süß. Wie süß? Was das ist süß. Ja, das ist meine Pizza ist aber nicht süß, Junge. Also ich sag's mal so, ich bin schon bei 23.000. Was redest du, Max, Junge? Ich hab 25.000. Ich hab 500.000, so. 500.000, wie viel Geld macht ihr gerade die Sekunde? Oh mein Gott. Kann ich leider nicht sagen, ist geheim. Okay. Wir haben Nokia, Leute! Wir haben Nokia! Lol, ey, das sieht ja auch voll geil aus.
Gut, ich werde auch ein bisschen hier auf Pizza gehen. Guck mal, wie cool das aussieht. Einfach so Ninja Turtle Nokia. Und das dritte Phone kostet 300.000 Dollar. Okay, das ist heftig. Also ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Pizza hoch upgraden. Aber ich weiß halt, Leute, das Ding ist halt, ich weiß nicht, für was wir die Pizza am Ende brauchen. Nachher brauchen wir die Pizza für gar nichts. Und dann haben wir ein kleines Problem. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal kurz weiter meine Dings upgraden. Den hier auf jeden Fall. Hier, dass die Pizza noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen mehr Geld pro Sekunde machen. Und dann werde ich den nächsten Coworker für 15.000 Dollar haben, dass wir hier halt quasi unsere schönen, guten Pizza-Productions haben, wo wir nochmal richtig viel Geld mitmachen. So, und jetzt habe ich meinen nächsten Mitarbeiter hier. Zack, Leute, der nächste Mitarbeiter angestellt. Kunst funktioniert. Boah, ja, ey. Ja, ja. Jungs, ich habe was herausgefunden. Das ist zu heftig, Jungs. Ja, okay, okay, okay. Jungs. Gut, Stani wieder im selben Mut wie immer. Oh, also das, mein nee, Gott, ich habe gerade auch was wirklich Wichtiges. Leute. Taktisch sehr, sehr wichtig. Ey, Bro, Armin hat einfach gerade eben erst gecheckt, dass man auf diese Kiste hauen kann. Nein. Ja, ich wusste das nicht. Kennst du Takuna? Armin hat leider verschlafen, Jungs. Da merkt man, wie dumm Armin ist, Leute. Da merkt man, was für dumm, Alter. Nee, da merkt man wirklich, wie dumm du bist. Da steht doch Palm Money, Bro. Steht da ganz so groß. Alles gut, alles gut, alles gut. Was bringt das hier? Ich weiß nicht, was es bringt, aber wir kommen. Also ich würde Armin sogar fast Dummbier nennen. Alles klar, kein Ding. Warte ab, bei einer Challenge, wo es mal um Skill geht, statt Junge. Nur um auswendig lernen, Digga, da wirst du wieder komplett. Junge, du checkst gar nicht, wie selbst viel. Selbst mit deinem Aim Assist wirst du verlieren. Junge, komm doch her, komm doch rüber hier zu mir. Prison. Nein. Was? Nein. Der Prison-Computer? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein, Leute, guck mal hier. Ich weiß nicht, ob ich euch... Oh mein Gott, Leute, wie der Pets-Room. Die Pets geben safe irgendeinen Boost. Warte mal. Nein! Oh mein Gott, Leute. Die Pets geben krasse Boost. Junge, was ist das denn? Oh mein Gott, okay, jetzt haben wir hier ein Pet. Junge, das erste Pet haben wir. Yo, wir kriegen 10% mehr Geld. Junge, was gibt's hier noch so? 10% mehr Pizza? Mehr Bricks? Ey, okay, das ist heftig, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Haustier, was uns mehr Geld produziert. Aber ich glaube, ich werde erstmal hier den Prison-Computer... Oh, Enemy Cell? Enemy Cell? Oh mein Gott, okay, das ist heftig. Wir brauchen also die Bricks, um hier alles auszubauen. Was auch sehr, sehr krass ist. Aber ich glaube, also aktuell brauchen wir noch nicht so viele Bricks. Ich werde trotzdem hier ab und zu regelmäßig das hier abfarmen. Also wir brauchten gerade auf jeden Fall einiges gut, das ich hier schon gespart hatte. Boah, ich frage mich jetzt gerade echt, wer vorne ist. Aber ich glaube, da wir die Haustiere gefunden haben, durch diese Haustiere ist das halt... Warte mal, guck mal hier, ich könnte jetzt sogar 10% mehr Pizza machen. Aber ich brauche eigentlich, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen mehr Geld als alles andere. Kann ich mir eigentlich auch direkt 20% mehr Geld holen? Das wäre natürlich auch Gamechanger. So, ich hole mir jetzt erstmal hier die Ecke hier. Dann holen wir uns die Tür, dass hier keiner rein kann bei uns. Und die Turtle-Statue. Die goldene Turtle-Statue. Okay, auch sehr, sehr heftig. Und dann würde ich sagen... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, das ist OP. Das ist OP, Leute. Okay, das brauchen wir. Warte mal. Das brauchen wir. Wir brauchen 1000 Steine. Oh, Gottes Willen. 1000 Steine und ich brauche richtig viel Geld. Aber wenn wir das Geld einmal zusammen haben, dann kriegen wir das stärkste Haustier, also mit das stärkste Haustier, ohne Rebirth, was man eigentlich so bekommen kann. Ey, das muss ich eigentlich farmen. Weil guckt mal hier, wie krank das ist. Wir brauchen 200.000 Dollar und 1000 Steine und dann bekommen wir was richtig Krankes. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir erstmal vielleicht auf was anderes gehen sollten, weil wir machen gerade relativ wenig Geld. Wir müssen irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich überlege, Restroom vielleicht? Hä? TV-Zone? Die Frage ist halt nur, ob es noch irgendwo Graffiti... Oh! Ich frage mich halt, Leute, ob man noch irgendwo Geld verdienen kann halt noch zusätzlich. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, was hier drin ist. Oh mein Gott, warte mal. Das gibt zusätzlich Geld noch alles hier, wenn ich das ausbaue. Guck mal hier. Junge, wir haben hier einfach für die Bösewichte, haben wir jetzt einfach hier die Zelle ausgebaut. Wie krank ist das denn? Hier gibt es auch noch mal Graffiti. So. Und ich werde hier noch einen Wächter reinbauen. Falls die Bösewichte hier denken, die können hier ausbrechen. Können sie vergessen, die Zellen werden zugemacht. Und die Weapons. Oh mein... Junge, was gibt das hier alles, Leute? Das ist doch anders heftig. Arena-Portal? Nein. Nein. Get Brawl Points.
Warte mal. Get Money Boost? Nein. Oh Gott, Leute. Es gibt einen Parcours, den wir machen können, wo wir Money Boost bekommen. Ey, denkt ihr, dass die anderen das auch schon herausgefunden haben? Also ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nee, das ist wieder so ein ganz schwieriger Parcours, Leute. Okay. Ich bin gespannt, wie viel Money Boost wir bekommen werden. So, und dann, glaube ich, gehe ich danach direkt in die Arena. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rüber hier. Oh Gott, ist der schwer. Ey, warum ist der so schwer? Junge, bitte. Rüber. Haben wir es, haben wir es, haben wir es? Hä, wo geht's hier lang, Leute? Junge, das ist ein Labyrinth. Aber irgendwo... Hier safe. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, wehe, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Junge, oh mein Gott. Parkour Boost, da drüben ist er, Leute. Ich dürfe jetzt nicht runterfallen. Bitte, ich brauche den Boost. Rüber. Sehr gut. Rein. Hoch. Und get... 50%! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bekomme einen 50% Boost. Ich habe gleich 100.000 Dollar. Second Floor. Ey, Leute, was ist das denn für eine kranke Ninja Turtle Base? Das ist ja der heftigste Tycoon überhaupt. Warte mal. Und hier können wir neue Dropper kaufen. Ja, vorbei. Bro, vorbei. Jungs, ich sag euch ehrlich, was ich freigeschaltet habe, ist andere Dimension, würde ich fast sagen. Okay. Wie viel Geld macht ihr? Seid mal ehrlich. Seid mal wirklich ehrlich. Ich werde so gewinnen. Ja, dann sag du, dann sag ich's auch. Ich bin raus. Also ich mache gerade 1.000 Dollar. Okay. Okay, so viel mehr machst du gar nicht. Ich mache 600 gerade. Wie viel machst du, Max? Ich mache 800 gerade. Amir, wieso? Du bist doch noch nicht raus. Ich sag dir ehrlich, Amir, du bist doch nicht raus. Glaub mir. Es gibt einige Sachen, die man hier machen kann. Bro, es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man machen kann. Ja, ja, alles gut, also, alles gut. Ich wusste es nur nicht. Was ich schon alles herausgefunden habe. Also, das ist krass, ne, was alles gibt. Ey, Bro, das ist unnormal krass. Hier. Das ist ein heftiger Tycoon, ich könnte doch jemanden von euch schon hacken, aber ich mach's noch nicht. Weil ich bin ja. Junge, was willst du uns hacken, schon, Junge? Ich könnte dir schon Geld von anderen Leuten klauen und Pizza. Bro, okay. Er quatscht einfach so viel. Nein, Bro. So. Wer haltet da? Keiner. Ah, ich weiß. Stani, ich komm auch mal gleich, ne? Oh, was Stani, denn? Dahin also. Ah, Stani, was wollt ihr von mir? Gecheckt, hat er auch mal gefunden, gibt. Nach 10 Minuten ungefähr, dass es da unten auch einen gibt. So, ah, Max, yeah. Weg. Er hat die Pump, Bro. Bro, das habe ich schon längst herausgefunden, dass es da oder Dings ist. Aber Bro, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich habe am Anfang am längsten genossen. Nein, bevor du warst, war ich ja drin. Nein, Bro, ich war doch der Erste, der das eingenommen hat. Nein, 100%. Bro, nein. Als ich da war das noch vor. Nein, ich hab dich nachgeladen, meine Pump. So. Wie viel Leben hat's noch? Ehrlich? Du warst doch full, Bro. Full. Was für full? Ja, Armin, du musst wissen, im Spiel Auto-Aim zu krass, ne? Aber ich frage mich, nein, Bro. Digga, ich hab Shots noch nicht nachgeladen, die ersten drei Schüsse. Ich frag mich halt, was dieses Brawl bringt, sag ich dir ehrlich. Vielleicht braucht man das am Ende mal für irgendwas. Wie letztes Mal, Map. Ja, das hat letztes Mal irgendwas für Pets oder so, brauchte man dafür oder so. Stimmt, das kann natürlich sein. Aber Jungs, oh ich sag Gott, euch ehrlich, also, ja, ich weiß nicht, ob ihr so krass seid wie ich. Ich habe gerade was sehr, sehr krasses gemacht. Ich gönne jedem den Sieg, weil ich finde, ihr gibt ja so viele Möglichkeiten, die man gehen kann. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Die Frage ist halt nur, wer am Ende die schlauen Möglichkeiten nimmt. Ja. Ich glaube, das wird echt das ausschlaggebende Ding sein. So, fertig. Boah, okay. Leute, wir machen jetzt 1.400 Dollar. Das ist sehr, sehr krass. Aber ich werde mir jetzt... Ich muss mir nochmal den Money Boost holen. Wir müssen jetzt irgendwie nochmal... Oh Gott, schnell nochmal den Parkour machen. Also wir müssen jetzt in Speed nochmal, überleg mal, wir machen dann einen 50% Boost mit Geld, wenn wir den Parkour nochmal schaffen. Und irgendwie, was ich auch nicht verstehe, die anderen machen den Parkour gar nicht. Junge, checken die das nicht? Dass es hier einen Parkour gibt, wo man einen dicken Money Boost bekommt? Und wenn wir gleich den Money Boost haben, werde ich jetzt sparen. Weil guck mal, wir machen jetzt so viel Geld gerade. Ich werde mir nämlich gleich das OP-Pad holen. Ich werde mir gleich wirklich das krasse OP-Pad holen. Und ich muss sagen, guck mal, der Parkour ist jetzt gar nicht so schwer, ne? So, warte mal, wo war denn jetzt hier der Ausgang? Ich glaube, der Ausgang war hier lang. Hier drüben. Ah, warte mal, hier lang. Ja, hier war der Ausgang. Guck mal, hier, wir sind schon fast da. Junge, jetzt bloß nicht runterfallen. So, zack. Hier rüber einmal. Boom. Und den 50% Boost wieder. Oh mein Gott, Leute, 50% Boost. Junge, ich hab gleich 200.000 Dollar. Ey, das geht jetzt so schnell gerade.
Ist das krank. Ich glaube, ey, warte mal. Was hole ich denn jetzt davon? Hole ich jetzt noch Decoration oder ich warte jetzt einfach? Freunde, wir müssen jetzt einfach warten. Wir machen denn 20% Geld, 20% mehr Pizza und 10 Bricks die Sekunde passiv. Junge, das ist so... Ah, der Parcours-Boost ist schon wieder vorbei. Ah, okay, Leute, ich mache jetzt noch einmal den Parcours und dann hole ich mir den Boost, dann hole ich mir das krasse OP-Pen. So, Leute, wir haben jetzt nochmal den Parcours-Boost. Jetzt gehen wir mal einmal rein. Ich bin ja übrigens Raphael, also der Ninja-Turtle Raphael. Ich feiere Raphael am meisten, weil er halt so ein rotes Stirnband hat und weil Rot halt so meine Lieblingsfarbe ist. Deswegen feiere ich das am meisten und jetzt kaufen wir uns dieses OP-Pad. Das ist das beste Pad, Leute. Ja, wir haben das beste Pad, vorbei. Vorbei. Leute, wir haben das beste Pad. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben das, also das, warte mal, was ist das hier? Was ist das hier? Auto-Pizza-Computer? Special? Ah, okay, so ein Granatwerfer. Aber ich muss, glaube ich, erstmal weiter meine Dropper ausbauen. Die dürfe ich nämlich nicht vergessen. Ey, ich bekomme jetzt so viel Geld gerade. Junge, wir bekommen so viel Geld. Guck mal, wenn ich jetzt hier noch raufhaue. Wie viel Geld wir machen alleine durch unser Haustier. $405 pro Schlag. Ey, das ist natürlich jetzt nochmal ein sehr, sehr krasser Boost im Allgemeinen. Also ich bezweifle, dass die alle schon so weit sind, ich sag euch ehrlich. Ja, Jungs, wie geht's euch? Wie geht's euch? Waxi, was geht bei dir? Wie läuft's bei dir, Max? Mir geht's bestens, danke. Ja, ich hoffe. Welcher Ninja Turtle bist du denn? Ich bin Raphael. Ich bin, keine Ahnung, der Blaue, mit dem blauen Band. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Was machst du gerade so? Was ist deine Taktik? Bro, ich hab mir gerade schön den Money Spot in der Mitte geholt. Den Money Spot? 1,4er Multiplikator. Wie, es gibt einen Money Spot in der Mitte unten oder was? Oder ganz in der Mitte? Ja, den hast du doch eben eingenommen. Ach so, das ist ja Money Spot oder was? Okay. Mach hier gutes Geld, Geschäfte laufen gut. Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Ja. Ich glaube, ich hole mir auch mal den Money Spot. Nee, das ist meiner jetzt. Ja, Amir, jetzt komme ich aber. Amir, ich komme. Und wie läuft bei euch so? Bro, ich kann mich nicht beklagen. Ey! Weg mit dir! Bro, das Auto-Aim bringt gar nichts! Bro, jetzt fängt der auch noch mit Auto-Aim an. Sehr oh mein Gott! Das ist sehr stark. Junge, hast du ja stark von. Hast du ja stark von MBK gelernt? Ja, Bro, ich hatte nur eine scheiß Waffe gehabt. Ich will mir gleich mal eine andere Waffe. Ich hatte diese komische. Nein, ich muss nachladen. MBK ist unten. Okay, MBK ist unten. Ich schau mir den jetzt reicht's mir. Ja, geht mal schön runter. Ich will mir nur ganz kurz einmal den Boost holen, das war's. Junge, ihr verbringt da die ganze Zeit, euch die ganze Zeit zu boosten, zu dingsen. Also ich sag nur so, Jungs, ich mach grad $3000 die Sekunde. Bei mir läuft, mashallah. Ich kann mich nicht beschweren, du. Wie viel Dollar macht ihr? Ich glaube, er ist ein Quatscher, Bro. Was? Ey, nennst du mich noch einmal Quatscher, Mark? Ich glaube, du bist ein Quatscher. Quatscher. Ich frag mich halt nur, ich sag euch ehrlich, ihr dürft nicht unterschätzen. 3000? Was denn? Was willst du, was soll man unterschätzen? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott! Okay, vorbei. Nein, Leute, ist so krass! Oh mein Gott. Ja, okay, easy gewonnen. Ich merke, die Liebe zwischen euch ist ernst. Ja, es ist einfach also, ist genau so und es ist. Ja, alles gut. Nee, ich habe wirklich was Gutes gefunden. Ja, glaube ich. Glaubt dir jeder. Was soll das hier bringen? Oh mein Gott, was für ein Auto-Aim, Digga. Da kriegt ja jeden Shot. Ey, Bro, Junge, Ami ist genauso lächerlicher wie MBK. Digga, was für ein Auto-Aim, Digga. Auf einmal, der macht... Ich springe über ihn und während ich springe, gibt er mir Salve. Ja, natürlich, hä? Oh, was ist denn daran so krass? Also... Keine Ahnung, was da jetzt so dran so schlimm ist. Das ist was ganz Normales, Bro. So... Komm, du bist nicht weg. Ah, er ist weg. Doch nicht, er ist nochmal da. Ja, komm her, Amir, komm her, ich warte auf dich. Ja, so. Digga, Bro, der Auto ist ja anders. Ey, Bro, ja, Junge, der spielt doch Controller, Bro. Junge, Amir ist genauso eine Heulsuse wie MBK. Ist das krank, Bro? Was du willst? Ist Digga, dass du so krank. Laser, was hat, der Geist hat er für eine Waffe? Was hat er für eine Waffe? Scar. Ja, okay. Ja, sobald es vollautomatisch ist, braucht man Stani gar nicht fahren. Ja, Junge. Deswegen, es könnte gut sein, dass Stani den Tycoon gewinnt, weil es gibt eine Fighting Area und da hat man keine Chance gegen Stani. Also, ein stolzer Win dann für Stani, oder? Digga, Bro, du kannst nichts machen, der lasert dich einfach. Junge, du triffst, du kommst mit der Gammel-MP her. Nein, Stani, auch alle Kommentare sind voll. Junge, was laberst du? Junge, die Leute lachen euch aus, weil ihr so schlecht seid. Nein.
Nein, hat nichts damit zu tun. Junge, die Leute lachen euch aus. Die Leute sind selber Controllerspieler und fühlen sich in ihrer Ehre gekränkt, dass das einfach für Noobs ist. Hä? Ja, ohne Automatschaffe habe ich den geschittet. Ja, ja, ich weiß. Bro, was redest du? Ich hatte eine Müllwaffe gehabt. Armin, halt deine große Klappe, Alter. Ohne Dings habe ich ihn komplett geschüttet. Bro, also Armin ist wirklich, Junge. Armin lässt sich von MBK wirklich so viel Müll erzählen. Nein, er hat doch selber einen eigenen Leib. Guck mal, du kannst sagen, was du willst, dass du auf einmal so durchläufst und einem so... Ja. So weglaserst, das ist geisteskrank. Also, du musst mal manche Videos angucken bei Shani. Ja. Da ist er auf dem Charakter genau drauf und springt und alles drunter. Ja, Bro, weil ich hacke, Jungs. Nein, aber Auto-Aim ist zu krass, leider. Ah, Armia. Also. Bro! Ja, natürlich. Perfekt, Armia wird von den Zombies gekillt. Max, kurzes Statement zu Auto-Aim. Nein, Stani ist da! Achso, oh, läuft. Oh, Max. Auto-Aim, Stani, Bro. Oh! Max, endlich ist selber mit Controller, Alter! Achso, oh, was soll ich sagen? Ey, Bro, Max, die übertreiben. Also, ja, übertreiben. Bro, also. Also, er läuft und gibt jedem nur Headshots. Und ja, ja, nur Headshots, Bro, nur Headshots, ja, genau. Ja, nur Headshots. Kann man muss aber auch mal sagen, es hat ja trotzdem noch was mit Skill zu tun. Bro, deswegen bin ich ja. Nee, Bro, deswegen bin ich auch. Ich bin ja World Cup Spieler. Bei einem Controller ist ja vielleicht 10% von einem Tastatur-Aimer. Bro, aber so, du hast doch andere Vorteile. Halte ich mich raus. Was soll ich jetzt bauen? Soll ich jetzt 19 bauen bedeckt oder was? Junge, es gibt doch genug Leute, die mich besiegen, Alter. Ja, also nur weil ihr zu schlecht seid und nur rumheulen könnt. Bro, du spielst seit 10 Jahren hauptsächlich Fortnite, dafür bist du echt schlecht. Hä? Ich hab dich gerade übelst geklemmt, fünfmal, Armin. Ja. Was? Also, Junge, woher kommt deine große Klappe, Alter? Wir haben hier gerade geförtpartied. Ja. Bro, ich hab Armin gerade viermal hintereinander fertig gemacht. Er hat übelst rumgeheult. Ja, weil er aim ist. Davor hab ich ihn, da hat er nur Shotgun und MP gehabt, da hab ich ihn geschittet, Alter. Stimme ich zu. Das hab ich schon gesehen. Oh mein Gott, Junge, du hast mich einmal gekillt, Bro. Ich hab dich geschittet. Ey, ohne Spaß, ich sag dir ehrlich, ich hab eigentlich gar keinen Bock, die Mitte einzunehmen, aber wer Armin so eine große Fresse hat, ich werde dich jetzt die ganze Zeit killen. Ich schwör auf alles, ich werde dich die ganze Zeit killen. 145, aber ich leben mal Schwede. Bro, er kam von hinten. Ja, warum hat man deswegen? Ich spiel gar nicht mit Laserwaffe. Er sagt zu das. Er sagt zu Ska Laserwaffe stark. Ja, mit Controller ist Laserwaffe. Kannst du sagen, was du willst? Stark, Bro. Ja. Bro, du kannst dir was gerade auslaufen. Auf einmal triffst du alles. Bro, alles gut. Alles gut, Armia. Alles gut. Ich sag dir ehrlich, ich wollte die Mitte gar nicht einnehmen, aber ich werde jetzt hier so lange bleiben. Ja, komm, ich komm wieder. Ja, danke, Bro. Mit 300 Leben. Boah, der Dagoon ist für mich vorbei. Ihr habt leider mir Sachen nicht gesagt, wie die irgendwie funktionieren. Oh, man muss halt auch Bro, lesen können, was da steht, er guckt nicht mal zu meiner Richtung und der Controller geht richtig hin. Ich kann sagen, was du willst. Max, dir gönn ich die Mitte. Bro, Max, ich schaff alles, dir gönn ich die Mitte. Good job, Max. Good job, Max. Ich muss auch ausprobieren. Ja, er lasert mich von hinten. Richtig und wichtig, Leute. Welches Tier habt ihr? Armin, Bro, Armin ist einfach zum neuen MVK geworden. Ist das krank, ich Bro? Ich muss aber MVK leider recht geben. Ist das krank? Armin ist einfach der neue MVK, Bro. Die größte Heulsuse, die es gibt. Nice try. Ich hatte 60 HP, Max. Julia! Armin verliert es schon gegen Max auch. Junge, halt deine Klappe einfach, Armin. Halt deine Klappe. Stani, du bist ja nur gehatet überall, ne? Also, wie findest du das? Junge, wer hatet mich? Niemand hatet mich. An allen Kommentaren, wenn man gegen dich spielt. Was? Ja? Bro, stimmt, ihr labert Müll, ja, Leute. Ja. Also in Fortnite, ne? Was redest du, Bro? Die Leute checken wegen das nicht. Auto-Aim. Nein. Auto-Aim. Ey. Max, sag du mal auch was dazu. Du spielst auch Controller. Bro, jetzt aktuell muss ich sagen, spiele ich gerade Maustastatur, so, aber im Normalfall bin ich auch Controller-Spieler. Also ich finde eine Namensänderung in nicht mehr so Standard-Skill. Junge, ihr seid, Bro, ihr seid die größten Heulsen, ihr seid so am Kassieren. Standard-Aimers. Also ich sag ehrlich, ich hoffe, dass die Controller-Spieler mal bei den Leuten in den Kommentaren ein bisschen mal eine Ansage drücken. Ich will das auch nicht verwerfen. Also guck mal, ich bin schon immer Controller-Spieler einfach. Ich find's auch nicht verwerflich. Aber nein. Warum ist das unfair? Bro, ist es nicht? Junge, ey, Bro, Max, beim World Cup. World Cup, zwei Controller-Spieler. Von 100 Leuten sind zwei Controller-Spieler. Ja. Ey, Controller ist tausendmal besser, ja. Fortnite, willst du mich mit dem Profi vergleichen oder was? Ja, du spielst seit 8 Jahren jeden Tag Fortnite. Ja, Bro, deswegen heul doch nicht rum, wenn du kassierst von mir, Junge. Oh mein Gott. Heulsuse. Junge, Armia einfach die neue Heulsuse. Wer hat sich hier gerade die Mitte gekrallt, Jungs? Ich, Max. Also ich bin der Meinung, Stani ist die größte Heulsuse. Ja,
Alles. Ich hab die Mitte gekriegt. Danke. Er darf hier Mitte. Ja, danke, Bro. Ich gönn sie dir auch. Ich sag dir ehrlich, ich werd sie ab. Lass tauschen, weißt du? Ich nehme sie ab und zu mal und du kannst sie nehmen. Okay, ist fair. Hauptsache Army und MBK kriegen die nicht, weißt du? Ist fair, Digga. Ja, ach ja. Komm, Max, über Max muss man eh nicht reden, weil er ist komplett Dogshit. Also er Junge, red nicht so über Max, Alter! Red nicht so über mein Kumpel Max, Junge! Aber Stani, Abi! Abi! Ich hatte doch mal ihr checkt nicht, was ich mir gerade gekauft habe. Oh mein Gott. Max, wenn du willst, kannst du gleich die mit übernehmen. Ah, Kuss, danke. Ey, wenn ihr wollt, können wir jetzt auch mal neu starten. Ihr macht zusammen eine Base. Ich glaube, das geht auch. Ja, ich sag dir ehrlich, mit Max spiel ich gerne zusammen. Nicht, was ich mir jetzt kauf. Was denn? Nicht, was mir jetzt kaufst du dir denn? Bro, ich hab mir die Turtle geholt, die Money, Pizza und Bricks bringt. Ja, jetzt erst! Die hab ich schon zwei. So lange. Ja, als ob ihr jetzt Turtle 6... Bro, ich hab die Re-Rap, ich hab sie seit 10 Minuten mindestens. Nein, halt's Real Talk. Doch, wirklich jetzt, wirklich jetzt. Oh mein Gott. Bro, das sind und ich dachte, ich hätte was Krasses gerade. Die sweaten? Natürlich. Nee, aber ich will gewinnen. Ich kenne mich halt nicht aus. Also, ja, du bist auch dumm, Armin. Also ich sag ehrlich... Ja, was für ein Dummer! Nein, ich sag... Du machst seit 8 Jahren jeden Tag Fortnite und du bist bei jedem Turnier, komm ich zu dir, bist raus. Du komplett lass in der Mitte oder schlechter als alle anderen. Was laberst du? Dass du krass wärst, Alter. Du spielst seit gut, seit Monaten jeden Tag. Ich mach meinen allerersten und fühlst dich wie der King. Bro, ich will nicht sagen, aber ich habe schon so viele Turniere gewonnen. Bro, ich habe insgesamt über 50.000 Earnings in Turnieren, Bro. Also halt eine große Klappe, du Dummschüler. Ja, dafür, dass du angeblich der beste Fortnite-Spieler bist, jeden Tag YouTube machst. Hä? Wer sagt, dass ich der beste Fortnite-Spieler bin? Die spielen seit einem Jahr. Ich sag, die Fortnite und Plays besser als du. Ey, Armin, wirklich, du bist so Dogshit, Alter. Armin for President. Nee, Bro, das Ding ist, Armin macht sich halt richtig lächerlich. Und das werden die Leute auch merken. Und das... Ich schäme mich so ein bisschen. Ich schäme mich so ein bisschen, weil Army, was hier gerade hier abzieht, ist halt, Bro, das ist halt. Ich spiele das erste Mal Fortnite. Ich distanziere mich von Army mehr. Du nennst mich einfach dumm. Ich finde es jetzt aber auch schade, dass ihr beide gegen Stani so geht. Ja. Ja. Bro, es ist halt, ich sag dir ehrlich. Max fährt als 60-Jähriger an seinem Bentley durch die Gegend und macht dabei. Ah, okay, guck mal, ey, wie die nur beleidigen können, Alter. Ich sag dir ehrlich, glaube ich, Max, ich werde mit denen nicht mehr irgendwas zusammen machen. Nee. So. Ich weiß jetzt auch nicht, wo da jetzt der Diss war. Ja, also. Ja, nein, Bentley, ich gönn Max das hören? Bentley. Stani, du bist ein besserer Spieler als ich. Das Problem ist einfach nur, du fühlst dich zu sehr. Ja. Finde ich auch. In dem Game hier. Also, keine Ahnung, wie ich jetzt in dem Game. Junge, ich hab jetzt hier eine schöne goldene Statue geholt. Hä, es ist. Nein, jetzt? Nein. Leute, du hast jetzt erst die goldene Statue. Real Talk ist jetzt. Jungs, ich bin durch, glaube ich. Warte mal. Ich bin durch. Nein, bist du alles? Ich bin durch. Jungs, bitte. Warte mal. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich glaube, ich bin durch, Jungs. Ja, du bist echt? Durch. Nee, also ich sag, mir fehlt noch was, aber nicht mehr viel. Also alle Weapons und so? Kann ich nicht sagen, Bro, aber oh mein Gott, was ist. Also man muss sagen, wenn jemand Stopp sagt, alles durch ist, dann wird kontrolliert, dann darf nichts mehr gemacht werden. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr... Fair Play. Also... Das ist sehr, sehr heftig, was hier gerade passiert. Das ist sehr, sehr krass gerade. So. Weil, ich werde gleich das Ganze... Max, ich glaube, ich werde sogar die Hälfte vom Geld dir geben. Das ist einfach, weil korrekt. Du ein Ehrenmann bist, weil wir die Einbruchbrüder sind. Was? Bro, mit Handkuss oder ohne Handkuss? Mit Handkuss? Ich habe viele Deals am Laufen. Max ist richtiger Politiker, ne? Oh mein Gott. Ich mache einfach mein Ding. Zieh hier ein bisschen durch. Das hier finde ich. Ach, Rebirth. Wir machen ohne Rebirth, ne? Wir machen ja ohne Rebirth. Du hast doch nicht TV-Zones, hast du nein, den, ja, den unten habe ich noch nicht, den unten habe ich nicht gut, ich habe aus Versehen gerade eingekauft. Also wir machen ohne Rebirth. Bro, ich finde nur schade, also ich sehe gerade noch nicht so richtig, für was man die Pizza braucht. Man braucht voll wenig Pizza. Also, die brauchst du auch immer für die Wand, für die Graffitis. Ich bin verpackt. Ah ne, oh, Alter. Ja, aber die Graffitis waren jetzt nicht so teuer, Bro. Ich habe 700.000 Pizza. Hä? Ja, ich hab auch. Ja, man braucht auch nicht super viel Pizza. Also, es könnte sein, aber es könnte sein, dass vielleicht irgendwie eine Statue am Ende kommt oder so. Das kann sein. Die übelst OP ist. Aber das hier noch. So, zack, 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 zack. Okay, das hab ich jetzt hier noch. Also, diese ganzen Sachen. Diese ganzen. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich mach jetzt nochmal den Parcours, weil dann krieg ich Double Money. Und dann werde ich oben noch Geld abbauen. Ich glaube, damit machen wir am meisten Geld. Ich muss jetzt hier echt schnell den Parcours. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt echt den Parcours abschaffen. Weil ich glaube, mit meinem Haustier und mit dem Geld, was ich gerade produziere, wenn wir dann oben auf die Kiste hauen, Bro, wir werden so viel Geld machen, Freunde. Wir werden wirklich, also,
Wir werden so viel Kohle machen, dass ich mir gleich alles freischalten kann. Ich muss nur, weil ich bin gerade am Ende. Wir müssen auf jeden Fall... Nein, wir müssen vor den anderen sein. Leute, ich habe den Parcours abgebrochen, weil ich sag euch ehrlich, wir haben nicht mehr so viel. Ich sag, wir sind durch fast. Warte mal, wir sind fast durch. Oh mein Gott. Okay, Weapon Rebirth, Rebirth. Seid durch. Dir gönn ich das. Bitte. Ah, nee, nee, doch, mir fehlt leider noch eine Sache. Also. Muss man auch alle Pets haben? Stopp. Alle Pets? Ja. Außer Rebirth? Bis auf die Rebirth braucht man alle Pets. Bis auf Rebirth, ja. Oh mein Gott, Jungs. Also, ich brauche noch eine Sache. Ich brauche noch eine Sache, Jungs. Max auch. Crazy. Was brauchst du, Max? Ich brauche noch dieses 300k-Phone. Wie viel Geld hast du? Ich auch, Bro. Wie viel Geld? Kann ich nicht sagen. Sag, wie viel Geld hast du? Ich brauche das auch, oder? Kann ich sagen? Nein. Also. Oh mein Gott. Bro. Habt ihr alle Verkaufsautomaten geholt? Ich habe alles geholt, Bro. Ich habe alles geholt. Okay, nein, ich habe noch eine Sache. Nein. Ja! Ich habe noch eine weitere Sache vergessen. Nein, man kann ja gar nicht zu Stalli die Base Ja. Also, ich brauche, glaube ich, nur noch das Handy. Ja. Ich brauche nur noch Dings. Dings. Ich glaube, das war's jetzt, Jungs. Warte. Hast doch, dass man 350 Sprawls braucht, diese Waffe. Ja, ich hab alles. Ja, okay. Nee, warte, stopp. Pets müssen wir bis 150.000 machen, oder was? Pets bis dahin, wo man Rebirth braucht. Ja, genau. Okay, dann fehlt mir noch kurz. Dann fehlt mir noch 20.000. $20.000 fehlen noch. Nein, okay, das war's. Er hat's. Also, ich glaube, das Brawls habe ich. Okay, aber wenn ich gleich Stopp sage, Bro, müssen alle Stopp machen, sag ich ehrlich. Dann muss man nicht gönnen. Ich kann eh gönnen. Mir fehlen alle Vending Machines. Was? Wie, für was denn? Ja. Oh, Jungs, mir fehlt noch einiges. Ja, nee, nur diese. Du kannst das für so viel Stein kaufen und so, nur dies fehlt mir. Stopp! Okay, kann einer bei ihm kontrollieren? Das Problem ist, ihr könnt nicht reinkommen. Aber ich kontrolliere jetzt nochmal, aber ich bin der Meinung, ich hab alles. Also, ich sag euch, Rewrap, ich hab, glaube ich. Also, ich hab wirklich alles. Ja. Also irgendjemand also schießt da noch weiter. Ich werde auch weiter schießen, einfach nur weil ich selber ein bisschen weiter schwimme. Ja, aber ich habe auf jeden Fall. Ich brauche noch diese 350 Brawls leider. Habe ich zu wenig gefarmt hier. Kontrollier alles, du hast alle Ninja und so, alle Sachen. Bro, ich hab alles. Ich habe, okay, Jungs. Strong. Ich habe den Tycoon gegen euch. Das waren die schmerzhaftesten 500 Euro, die ich verdient habe. Nach diesem Beef. Zu dem Double G. Ich gönn dir das. Oh, danke, Max. Sag mir ehrlich. Oh, die von Army schmecken mir am meisten. Ich habe jetzt nochmal alles kontrolliert. Wir haben alles freigeschaltet, Jungs. Lasst ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen, ihr Loser. Ciao. Tschüss.